Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, und herzlich willkommen auch zu unserer wahrscheinlich letzten Waldrunde im Pilzmonat Februar. Ja, und Mitte März steht leider auch wahrscheinlich nochmal ein richtig heftiger Wintereinbruch bevor. Ja, und dementsprechend heißt es heute nochmal den letzten Tag mit milden Temperaturen genießen, eine Frühlingspilzrunde drehen. Ja, und abgesehen habe ich es heute vor allem auf Fichtenzapfenrüblinge und deswegen geht es jetzt erstmal in den Nadel- und Nadelmischwald und dann geht es hier so ein bisschen in die Laubwaldabschnitte des Waldes, um zu schauen, ob vielleicht auch noch der ein oder andere Sanftfußrüblingsfund möglich ist. Ansonsten schauen wir natürlich auch, ob sich was zeigt. Ja, wir befinden uns gerade so ein bisschen in der pilzärmsten Zeit des Jahres. Wie letzte Woche schon beschrieben, für Winterpilze zu mild, für echte Frühlingspilze noch zu früh und zu kalt. Und dementsprechend eine wirklich extrem artenreiche Tour wird es wahrscheinlich nicht, aber bestimmt wieder eine Waldrunde zum Genießen. Und ein paar Funde sind letztendlich immer dabei. Reden wir nicht lange um den heißen Brei, starten wir in die Nadelwaldabschnitte und sichern wir uns ein paar Fichtenzapfenrüblinge. Und dann geht es auch schon weiter mit der ein oder anderen Art, die gerne totes Laubholz bewohnt. Auf geht's! Ja, und gleich an der ersten Stelle, die ich kontrolliere, klappt's mit den Fichtenzapfenrüblingen. Könnt ihr sie sehen? Nein, natürlich nicht. Die sind nämlich versteckt. Schaut's mal. Ja, und wenn man hier ganz, ganz genau schaut, dann kann man da wirklich überall hier am Waldboden fündig werden, als hätte sie jemand gesät. Überall Fichtenzapfenrüblinge in verschiedenen Altersstufen. Ja, und das, obwohl schon wieder sehr, sehr trocken ist. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich mir die größten rauspick. Vielleicht bekommen wir dann doch so eine Handvoll von denen zusammen. Ja, und genau solche Stellen erhofft man sich, wenn man Fichtenzapfenrüblinge sucht, möglichst viele von den relativ großen Exemplaren. Ja, und schon sind wieder 4-5 Stück im Korb. Wenn die wirklich nur ganz, ganz vereinzelt wachsen, ist es sehr, sehr mühsam. Aber wenn man ein paar von solchen Stellen hat, wie die hier, dann ist es gar kein Problem. Da hat man ruckzuck eine Handvoll beisammen. Ja, und das reicht, wie schon mal erklärt, locker aus, um zum Beispiel ein Rührei damit zu aromatisieren. Ja, schlagen wir wieder zu, schnappen wir uns 3-4-5 Stück an der Stelle und dann geht es auch schon weiter. Ja, und auch wenn bei uns die Fichtenzapfenhelmlinge deutlich seltener sind als die Fichtenzapfenrüblinge, so stehen die doch immer wieder mal dazwischen. Und hier haben wir jetzt einen relativ großen ausgewachsenen und hier daneben einen relativ jungen. Woran kann ich denn jetzt erkennen, dass das der Fichtenzapfenhelmling und nicht der Fichtenzapfenrübling ist? Ja, dazu würde ich vorschlagen, machen wir gleich nochmal einen direkten Vergleich. Auf den ersten Blick kann man hier schon sehen, dieser junge Fichtenzapfenhelmling, ganz, ganz typisch mit so einem striegeligen Myzelfilz an der Stielbasis. Ja, und das ist immer schon mal so ein Anzeichen, dass das eher eine Art aus der Gattung der Helmlinge ist. Wie man jetzt aber, wie gesagt, den Fichtenzapfenrübling, der sich zum Beispiel hier direkt daneben befindet, vom Fichtenzapfenhelmling unterscheiden kann, das, wie gesagt, am besten nochmal über einen direkten Vergleich. Ja, und hier, wie versprochen, die beiden Arten nochmal direkt gegenübergestellt. Rechts der Fichtenzapfenhelmling, links der Fichtenzapfenrübling. Worauf kommt es an? Ja, vor allem die Farben und den Geruch. Die Fichtenzapfenrüblinge sind dafür bekannt, immer so, ja, so einen gewissen Farbverlauf am Stiel zu haben und insgesamt auch wärmere Farben am Stiel zu haben. Hier sehen wir ganz gut, bei den Fichtenzapfenrüblingen beginnt es oben so ein bisschen weiß und geht dann in so ein schönes, warmes, ja, ich nenne es jetzt mal gelb-braun über. Und genau das hat der Fichtenzapfenhelmling, wie man hier bei dem kleinen Exemplar sehen kann, überhaupt nicht. Der ist durch und durch gräulich, grau-weißlich, vielleicht ein bisschen dunkelgräulich gefärbt und hat eben diese warmen Farbkomponenten eigentlich überhaupt nicht. Ja, und wer bei diesen Farbunterschieden so ein bisschen unsicher ist oder sagt, ja, das ist mir irgendwie ein bisschen zu vage, der kann auf den Geruch zurückgreifen. Der ist nämlich sehr, sehr eindeutig und fällt beim Fichtenzapfenhelmling immer so ein bisschen chemisch stechend chlorig aus.
plus minus eher unangenehm also. Ja, und beim Fichtenzapfen Rübling gibt es diesen Chlorgeruch eben nicht. Und wenn man sich bei den Farben unsicher ist, einfach dann riechen und dann sollte man Bescheid wissen. Ansonsten muss man halt schon ein bisschen aufpassen, wenn man die sammelt. Ihr habt es vorher gesehen, die können wirklich ja, bunt durcheinander wachsen. Hier zwei Fichtenzapfenrüblinge, dort ein Fichtenzapfenhelmling. Aber eben über die Farbe ist meistens schon auf den ersten Blick klar, um was es sich handelt. Ja, und wenn dann die Unsicherheit doch noch besteht, kann man eben, wie beschrieben, auf den Geruch zurückgreifen. Hier befinde ich mich jetzt in einem Abschnitt, wo es nicht überwiegend Nadelholz, sondern überwiegend Eichen gibt. Ja, und leider werden hier auch immer wieder Eichen umgeschnitten und das führt dazu, dass es auch ganz, ganz viele solche Totholzstümpfe von der Eiche gibt, die am Vermodern sind. Da vorne einer, der am Vermodern ist, hier leider ein frisch umgeschnittener Stumpf, da wieder einer, der am Vermodern ist. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, worauf will ich hinaus? Ja, genau auf solchen Stümpfen fühlt sich eine Art wohl, die gerne auch in Richtung Ende des Winters mal erscheint, und zwar der ziegelrote Schwefelkopf. Ja, und jetzt schaut's mal. Zwei bzw. drei Exemplare vom ziegelroten Schwefelkopf, die sich auch diesen Winter wieder zeigen. Hier unten ein ganz, ganz junges, kleines, hier ein richtig schönes, großes, ausgewachsenes Exemplar der Art. Ja, und hier kann man am Hut schon wieder erkennen, wie er einreißt. Das liegt eben an der Trockenheit, die bei uns so ein bisschen herrscht. Ja, wenn man ganz genau schaut, hier drunter ein halb vergammelter Fruchtkörper vom ziegelroten Schwefelkopf. Ist ein Giftpilz, der, wie schon gesagt, gerne auf so Stümpfen von toten Eichen erscheint. Ja, und natürlich nehme ich das große Exemplar jetzt mal raus und dann schauen wir uns den auch noch von der Hutunterseite an. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut's mal, hier hatte ich euch vorher schon das kleine Exemplar gezeigt und jetzt schaut's mal, wer sich da ganz, ganz frech unter dem großen Exemplar versteckt hat. Nochmal ein junges, ganz, ganz frisch wachsendes Exemplar. Ja, hoffentlich kommt der versprochene Niederschlag, egal ob es jetzt nasser Schnee ist oder Regen, damit die hier weiter wachsen können. Und dann schauen wir vielleicht in zwei, drei Wochen auch hier nochmal vorbei, was aus diesen beiden Burschen geworden ist. Jetzt schauen wir uns aber die Hutunterseite vom großen Exemplar an. Ja, leider ist der Lamellenstand nicht mehr ganz so schön und schon ein bisschen angeknabbert, macht aber überhaupt nichts. Ich kann euch ja auch aus dem Archiv nochmal ein paar frischere Exemplare, die wir ja eigentlich fast genau an der gleichen Stelle vor 2 Jahren gefunden haben, einblenden. Ja, und worauf kommt es jetzt an? Wie kann man denn den ziegelroten Schwefelkopf erkennen oder vielleicht wichtiger, vor allem vom essbaren rauchblättrigen Schwefelkopf unterscheiden? Ja, beginnen wir vielleicht gleich mal mit der Lamellenfarbe. Die rauchblättrigen Schwefelköpfe haben ja so eine ganz, ganz typische rauchgraue Lamellenfarbe. Daher eben auch der Name rauchblättriger Schwefelkopf. Ja, und die anderen Schwefelköpfe, egal ob es jetzt der ziegelrote ist, den wir hier vor uns sehen, oder auch der grünblättrige, die haben immer so einen, ja, schon giftig anmutenden Grünstich in den Lamellen. Auf den Kameras kann man es leider immer nicht ganz so gut sehen, aber in Natura ist es immer sehr, sehr deutlich. Ja, und gerade beim ziegelroten Schwefelkopf ist eins ganz, ganz wichtig, nämlich das Habitat. Die ziegelroten Schwefelköpfe erscheinen nämlich immer auf Laubholz, bei uns eigentlich fast ausschließlich auf alten Eichenstümpfen, und die rauchblättrigen Schwefelköpfe auf Nadelholz. Weiter geht's dann mit der Größe. Ja, schaut euch mal diesen Schwefelkopf an. Wenn ihr schon öfter Schwefelköpfe, gerade die grünblättrigen oder rauchblättrigen, gefunden habt, dann werdet ihr mir sicher zustimmen, dass das für den Schwefelkopf schon ein außerordentlich stämmiges, großes Exemplar ist. Ja, und das ist eben für diese ziegelroten Schwefelköpfe ganz, ganz typisch. Die können sehr, sehr große und stämmige Fruchtkörper ausbilden, wie man hier eben sehen kann. Ja, und ich würde sagen, zu 99,9% ein rauchblättriger Schwefelkopf wird nie so groß, mit so dickem Stiel, so stämmigem Fruchtkörper, wie der hier zu sehende ziegelrote Schwefelkopf. Ja, ich hoffe mal, diese kleine Beschreibung mit den Details hilft euch vielleicht so ein bisschen weiter oder nimmt euch zumindest
so ein bisschen die Angst vor einer Verwechslung vom ziegelroten Schwefelkopf mit dem rauchblättrigen Schwefelkopf. Im Grunde genommen ist es wie so oft, wenn man die beiden Arten schon mal in der Hand hatte und ein bisschen im Detail betrachten konnte, dann dürfte es da bei der Artabgrenzung eigentlich keinerlei Probleme geben. Ja, und tatsächlich lassen sich auch nochmal Samtfußrüblinge finden, wie man hier aber sehen kann, in sehr, sehr schlechtem Zustand. Denen ist es einfach nicht nur zu trocken, sondern halt auch einfach zu mild. Ja, unter der Woche strahlender Sonnenschein, teilweise mit gefühlt 20 Grad. Das ist für die halt viel zu viel. Ja, und dementsprechend sind die hier schon teilweise vertrocknet, teilweise mit Schimmelbefall. Und auf gar keinen Fall mehr was für den Speisepilzkorb. Und jetzt sehe ich gerade aus dem Augenwinkel, schaut's mal. Auch das sollten Samtfußrüblinge gewesen sein. Ja, und die sind, wie man sehen kann, noch schlechter dran als die von da oben, die ich euch vorher gezeigt habe. Ja, die Zeit für Winterpilze nähert sich einfach so richtig dem Ende. Ja, es kann schon sein, dass hier und da nochmal so ein kleines junges Büschel dabei ist, wo man sich über so einen schönen Fund freuen kann. Dazu braucht es jetzt aber großes, großes Glück, damit man eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und so wirklich ganz, ganz ergiebige Samtfußrüblingsfunde für den Speisepilzkorb sind meiner Meinung nach ja plus minus eher jetzt nicht mehr möglich. Aber mal schauen, wie gesagt, der Winter kommt ja nochmal. Vielleicht sorgt es ja nochmal für so einen richtigen Wachstumsreiz bei denen und die schieben doch nochmal unerwartet in Richtung März dann mit frischem Wachstum an. Man weiß nie, was denen einfällt. Ja, und hier am Wegesrand wachsen tatsächlich auch nochmal, ja, so vom ersten Eindruck her, relativ frische Winterstielporlinge. Nehmen wir die mal raus und schauen wir mal, wie die von der Hutunterseite aussehen. Ja, und gerade mit dem Grün vom Gras im Hintergrund schauen diese Winterstielporlinge dann doch schon ein bisschen frühlingshaft aus. Und erkennen kann man diese Winterstielporlinge zum einen an der Jahreszeit, weil die eben ja jetzt im Winter und Spätwinter wachsen, und an der Größe der Poren. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum sehr ähnlichen Maiporling, der dann auch so ab, ja, in manchen Jahren schon Anfang April erscheinen kann. Die Maiporlinge haben nämlich sehr, sehr, sehr feine Poren. Da muss man schon ja, bei großen Exemplaren genau hinschauen, um sie zu sehen. Und bei kleinen Exemplaren ja, kann man die mit bloßem Auge eigentlich kaum erkennen. Ja, und die Winterstielporlinge haben dazu im Gegensatz eher grobe Poren. Kann man hier sehr, sehr gut erkennen, dass man da keine Lupe oder irgendwas braucht, um diese Poren letztendlich zu sehen. Ja, immerhin, ein paar Arten sind es jetzt doch geworden. Fast schon ein bisschen mehr, als ich es mir erhofft habe. Ja, und an geschützten Stellen scheint es ja doch noch zu klappen mit Samtfußrüblingen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier waren wir ja ungefähr vor 2 Wochen erfolgreich, haben uns diese ganz, ganz jungen, frisch wachsenden Samtfußrüblinge geschnappt. Ja, ein paar haben wir natürlich wieder stehen gelassen. Ja, und die sind teilweise gewachsen, so wie dieses größere Exemplar hier. Das wir natürlich stehen lassen. Ja, ist schon viel zu alt. Aber gerade hier oben sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, nehmen wir die vielleicht doch mal raus. Ja, ist halt doch grenzwertig. Die kleinen noch fast zu klein, aber so 1-2 Stück. Ja, so als i-Tüpfelchen ins Rührei mit dem Fichtenzapfenrüblingen. Ja, das werden wir auf alle Fälle machen. Gerade den hier, den kann man auf alle Fälle noch verwenden. Ja, und vielleicht die Hüte von 1-2 kleinen. So als kleine Geschmacksexplosion. Ja, das wird funktionieren und so werden wir es auch machen. Ja, und ab und zu ist es wirklich so, dass mich ja mein Bauchgefühl so ein bisschen zwingt, auch Giftpilze mal mitzunehmen. Gerade wenn man sie eh geerntet hat für die Teilaufnahme, macht es ja nicht viel aus. Ja, und so habe ich es gemacht und jetzt haben wir das große Glück, dass wir hier ja schon 2 relativ ähnliche Arten, die gleichzeitig erscheinen können, nochmal im direkten Vergleich zeigen können. Links der Samtfußrübling, den ich jetzt doch aus der Erde genommen habe. Und rechts der ziegelrote Schwefelkopf, den wir vorher geerntet und im Detail besprochen haben. Ja, und wie man ja sehen kann, können die plus minus ähnliche Farben besitzen und auch eine ähnliche Größe. Ja, und dementsprechend ist zumindest von oben
rein theoretisch eine Verwechslung möglich. Deutlicher wird es dann natürlich auf der Hutunterseite. Hier jetzt der Blick auf die Hutunterseite. Und was wird sofort deutlich oder sticht ins Auge? Ja, die Farbunterschiede natürlich. Besonders krass ist der Unterschied natürlich beim Stiel. Ältere Samtfußrüblinge sind nämlich namensgebend mit so einem bisschen samtig-braunen Stiel ausgestattet. Ja, und das haben die ziegelroten Schwefelköpfe oder auch andere Schwefelköpfe so natürlich nicht. Weiter geht's dann mit der Lamellenfarbe. Die ist beim ziegelroten Schwefelkopf unter anderem wahrscheinlich auch schon durch Sporenpulver so ein bisschen verfärbt. Das Sporenpulver vom ziegelroten Schwefelkopf ist nämlich bräunlich, so ein bisschen ja, lilastichig bräunlich gefärbt. Und das Sporenpulver von den Samtfußrüblingen ist weißlich gefärbt. Und dementsprechend verändert sich die Lamellenfarbe im Alter bei den Samtfußrüblingen kaum. Ja, und bei den Schwefelköpfen dann doch meist relativ deutlich. Ja, und wenn man diese beiden Arten hier jetzt so gegenübereinander gestellt sieht, fällt eine Verwechslung dann doch relativ schwer. Schwieriger ist es natürlich, wenn man nur eine der beiden Arten findet, ja, so ein bisschen neu auf dem Gebiet der Winterpilze ist, ja, nicht damit rechnet, dass vielleicht diese Schwefelköpfe jetzt auch im Winter oder Spätwinter wachsen können. Dann kann es da schon zu Verwechslungen kommen. Und deswegen denke ich, schadet es auch nicht, diese beiden Arten dann nochmal gegenübereinander zu stellen, auch wenn so ein Vergleich natürlich, ja, vor allem für die in Anführungszeichen Winterpilz-Profis wahrscheinlich ja, fast schon zu viel des Guten ist. Aber ich sage immer, lieber einen Pilzvergleich zu viel als zu wenig. Ja, und dementsprechend hier der Vergleich gezeigt. Und dann geht es auch schon weiter. Und dann schauen wir mal, ja, ob es vielleicht noch mit ein, zwei so schönen Funden klappt. Macht schon wieder richtig Spaß heute. Schaut euch mal diesen Prachtbecherling an. Also erstmal ist es schon mal riesengroß. Und zweitens außen fast komplett weißlich. Bestimmt ein Trockenschaden. Ja, und mit ein bisschen Fantasie sieht es fast so aus, als würde hier eine Hühnereischale liegen, die innen so ein bisschen zinnoberrot lackiert ist. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Aber es gibt auch nicht nur diese alten, so ein bisschen zerfledderten Prachtbecherlinge, sondern auch ganz, ganz viel frisches Wachstum. Ja, überall, wohin man schaut, Prachtbecherlinge über Prachtbecherlinge, wunderbar anzuschauen. Ja, und gerade hier bei diesen ganz kleinen Prachtbecherlingen, hier eben sogar Zwillinge, wird es ganz, ganz deutlich, dass die erst frisch gewachsen sein müssen. Schauen die nicht wunderbar aus? Ja, da kommen die Frühlingsgefühle hoch. Wunderbar, Hauptsaison bei den Prachtbecherlingen. Hätte nicht gedacht, dass es sich bei denen nochmal mit so starkem Wachstum ausgeht. War ja schon vor 2 Wochen so, dass es zu trocken war und die meisten, ja, so ein bisschen die Köpfe hängen haben lassen und so ein bisschen einen Trockenschaden hatten. Und hier jetzt trotz der Trockenheit ganz, ganz viel frisches Wachstum. So muss es sein. Ja, und jetzt bin ich schon gespannt, wie es da weitergeht. Wenn jetzt da wirklich mit der Kälte auch endlich mal wieder ausreichend Niederschlag kommt, der dann in den Boden sickern kann, wäre das natürlich perfekt, auch in Vorausschau auf die nahende Zeit der Morcheln, Lorcheln und Werpeln. Ja, die brauchen einfach Wasser, Wasser, Wasser. Und dementsprechend alles, was an Niederschlag jetzt runterkommt, wird den Morcheln, Werpeln und Lorcheln und natürlich auch den Prachtbecherlingen und anderen Frühlingspilzen sehr, sehr gut tun. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt bin ich auf was gestoßen. Ah, da geht einem das Herz auf. Schaut euch das mal an. Ist es nicht einfach nur wunderschön, was die Natur für wunderbare Farben hervorbringen kann? Ja, und jetzt schaut euch mal diesen Prachtbecherling an. Das ist, glaube ich, der größte Prachtbecherling, den ich je vor der Kamera hatte. Ja, und sieht auch ein bisschen komisch aus da drinnen, ja. Fast schon so ein bisschen adrig. Ja, und wenn ich dem jetzt die Farbe klauen würde, der so ein bisschen bräunlich daherkommen würde, ja, dann könnte man den fast schon für einen Morchelbecherling halten. Sowohl von der Größe als auch von der Struktur. Normalerweise, wenn man hier rüber schaut, sind die nämlich innen plus minus glatt. Ja, und auf gar keinen Fall so runzlig, aderig wie dieses große Exemplar hier. Aber gerade eben, wenn die so büschelig aus so einem Stück Totholz wachsen, ja, frisches Wachstum zeigen, noch relativ jung sind, schöner geht's einfach nicht.
Ja, und wer hätte das bitte gedacht, dass diese Sandfußrüblinge nach einer Woche mit gefühlt 20 Grad auch nochmal ganz, ganz frisches, junges Wachstum zeigen. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ja, und hier haben wir jetzt nochmal die Chance, uns ein paar ganz, ganz frische, junge, knackige Sandfußrüblinge zu sichern. Einfach herrlich. Ja, und ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt. Bei den Sandfußrüblingen ist es so, wenn die jung sind, haben die nämlich noch gar keinen so samtig braunen Stiel. Ja, und in diesem Zustand, den man hier sehr gut sehen kann, sind diese Stiele ohne Probleme verzehrbar. Wenn die dann wirklich braun und samtig werden, ja, dann werden die so ein bisschen unangenehm zäh, dann verwenden wir die nicht mehr, dann verwenden wir nur noch die Hüte. Aber wenn die so jung sind wie hier, kann man die Stiele ohne Probleme mitessen. Ja, und dementsprechend haben wir jetzt wieder so ein schönes Büschel von diesen Sandfußrüblingen, die wir uns zusammen mit den anderen schon gefundenen Sandfußrüblingen und den Fichtenzapfenrüblingen heute auf alle Fälle schmecken lassen werden. Sensationell. Ja, und wie gesagt, mich wundert es wirklich, dass die hier so frisch gewachsen sind und noch so gut dastehen. Nach einer Woche an dem Südhang mit strahlendem Sonnenschein, ja, und wie gesagt, gefühlt 20 Grad, ist es schon fast so ein kleines Pilzwunder. Ja, und der Hauptgrund, warum ich hier hinter geschaut habe, waren gar nicht die Sandfußrüblinge und Brachbecherlinge, die wir hier jetzt noch gefunden haben, sondern, wie ihr sehen könnt, der Bärlauch. Ja, und was soll ich nach einer Woche mit gefühlt 20 Grad und strahlendem Sonnenschein an einem Südhang sagen? Ja, der Bärlauch wächst wie gesät. Schaut euch das an, der ganze Hang ist jetzt voll mit frischem, erntereifem Bärlauch. Ja, da könnte man wahrscheinlich gefühlt LKW-Ladungen raustragen. Wir schnappen uns natürlich nur das, was wir brauchen. 2, 3, vielleicht 4 Hände mit Bärlauch voll. Ja, und was machen wir dann draus? Ja, der Plan ist, wir schnappen uns die Sandfußrüblinge und Fichtenzapfenrüblinge, braten die scharf an, geben 3, 4 Eier drüber, machen aus dem Bärlauch ein frisches Pesto und geben das mit in das Rührei. Ja, und das gibt dann ganz, ganz leckeres, frisches Rührei. Ja, mit selbst gesammeltem Bärlauch und frischen Winter- bzw. Frühlingspilzen. Was will man mehr? Ja, wenn ich dran denke, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Und dementsprechend, auf geht's, schnappe ich mir ein bisschen Bärlauch. Ja, und vielleicht schauen wir dann zum Abschluss auch nochmal zu den Hasenkleiebecherlingen, die sich hier auch vor 2 Wochen relativ jung gezeigt haben. Vielleicht sind die ein bisschen gewachsen und vielleicht auch schon mittlerweile dann geöffnet. Dann kann ich euch die Hasenkleiebecherlinge auch mal geöffnet und nicht nur geschlossen zeigen. Bleibt also spannend. Also, ich mache mich auf, schnapp mir ein bisschen Bärlauch und dann geht es weiter zu den Haselkleiebecherlingen. Ja, und das hätte ich nicht gedacht, die Haselkleiebecherlinge sind tatsächlich immer noch geschlossen. Ja, macht aber nichts, dann wissen wir schon, wo wir in 2 Wochen ungefähr nochmal vorbeischauen müssen. Denke, wenn da jetzt der Regen kommt oder generell einfach der Niederschlag, dann wird sich da auch nochmal was tun. Ja, und dann werden die weiter wachsen, größer werden und dann auch irgendwann aufbrechen. Ja, das soll es für die heutige Waldrunde dann gewesen sein. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie eigentlich immer, vor allem dann, wenn man mit eigentlich nichts rechnet und dann doch so eine Handvoll Arten findet. Gerade, dass die Sandfußrüblinge an dem Südhang nach so einer milden Woche mit strahlendem Sonnenschein nochmal frisch gewachsen sind, hat mich sehr, sehr, sehr gewundert. Ja, und natürlich dementsprechend sehr, sehr überrascht und gefreut. Ja, ich hoffe, diese Tour hat euch mindestens halb so viel Spaß gemacht wie mir. Hab schon wieder ein breites Grinsen im Gesicht. Freue mich jetzt auf ein leckeres Mittagessen. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Start ins letzte Februarwochenende und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.